Hallo und herzlich willkommen, du Videonerd oder angehender Videonerd. In diesem Video zeige ich dir das Belichtungsdreieck, was aus Blende, Belichtungszeit und ISO besteht, damit du die vollkommene kreative Direktion über deine Kamera hast. Steigen wir ein mit dem ersten und das ist die Blende. Die Blende in der Kamera bestimmt sowohl die Tiefenunschärfe als auch die generelle Belichtung. Das heißt, wie viel Licht auf den Sensor deiner Kamera trifft. Und sie wird gemessen in F-Stops. Je kleiner der F-Stop-Wert ist, umso größer und offener ist die Blende. Das bedeutet, umso kleiner dieser Wert ist, desto mehr Licht trifft den Sensor, umso heller sind deine Bilder. Es bedeutet auch, umso kleiner dieser Wert ist, desto kleiner wird der Fokuspunkt, den du hast. Damit kannst du die Tiefenunschärfe in deinen Videos gestalten und deinen Videos einen professionellen Look geben. Das heißt, wenn du ein Subjekt isolieren willst vom Hintergrund, der unscharf sein soll, dann wählst du einen kleinen F-Wert. Fassen wir noch einmal zusammen. Ein geringer F-Wert bedeutet eine große Blende, mehr Licht trifft den Sensor, dein Bild ist heller, du hast mehr Tiefenunschärfe und dein Fokuspunkt ist geringer. Und bei einer großen Blende ist es genau umgekehrt. Das nächste, was du auf deiner Kamera einstellen kannst, ist die Belichtungszeit. Das heißt, die Zeit, die das Licht deinen Sensor trifft. Die Belichtungszeit wird immer in einem Bruch angegeben. Eine Sekunde durch Belichtungszeit. Das heißt, wenn du einen Belichtungszeitwert von 50 hast, ist deine Blende ein 50stel einer Sekunde lang offen. Das bedeutet, 1 durch 50 ist eine längere Belichtungszeit als 1 durch 100. Okay, wie wirkt sich die Belichtungszeit aus? Je länger das Licht auf deinen Sensor trifft, umso mehr Licht wird eingefangen, umso heller ist dein Shot. Aber umso mehr Bewegungsunschärfe wird hineingeführt. Nehmen wir mal das Beispiel 150. Eine Sekunde durch 50 sind 20 Millisekunden. Bei einer Belichtungszeit von 100 sind es 10 Millisekunden. Das heißt, wenn ich meinen Sensor nur 10 Millisekunden belichte, ist weniger Bewegung drauf, als wenn ich es 20 Millisekunden lang belichte. Wir merken uns also, eine längere Belichtung führt zu mehr Bewegungsunschärfe. Beim Filmen gibt es die Faustregel, dass der Shutter Speed das Doppelte der Frames pro Sekunde ist. Zum Beispiel, wenn ich in 25 Frames pro Sekunde etwas drehe, ist der Shutter Speed 50 oder ein 50stel einer Sekunde. Diese Regel kann natürlich auch gebrochen werden, wenn du mehr Bewegungsunschärfe haben willst und somit deinen Videos einen kreativen Look geben möchtest. Der letzte Punkt in unserem Belichtungsdreieck ist der ISO-Wert. Der ISO-Wert ist die digitale Lichtempfindlichkeit, die man mit den heutigen Kameras steuern kann. Und dieser ist für jede Kamera unterschiedlich. Jede Kamera hat ihren eigenen Basis-ISO-Wert, bei dem sie am besten funktioniert. Das heißt, du solltest für deine Kamera mal den Basis-ISO-Wert googeln oder herausfinden. Wie findest du ihn heraus? Indem du in eine dunkle Situation gehst und mit dem ISO verschiedene Aufnahmen machst bei gleicher Blende und bei gleicher Belichtungszeit. Je höher der ISO-Wert ist, umso mehr Bildrauschen hat man. Und das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen ist es wichtig, den ISO-Wert so hoch wie nötig, aber so gering wie möglich zu halten. Deswegen stell immer zuerst die Blende und die Belichtungszeit ein und justiere danach den ISO-Wert. Wenn du immer noch Rauschen hast, dann bring mehr Licht in dein Set. Belichte nach. Selbst wenn es nur eine Handylampe oder eine Taschenlampe ist, kann das sehr helfen. Fassen wir nochmal das Belichtungsdreieck in der Gänze zusammen. Alles dreist zusammen beeinflusst die Helligkeit in deinen Shots. Die Blende sorgt zusätzlich für den Fokuspunkt und die Tiefenunschärfe in deinen Videos. Der Shutter Speed beeinflusst zusätzlich auch noch die Bewegungsunschärfe und der ISO beeinflusst zusätzlich noch das Rauschen einer Kamera. So, und wenn du überprüfen willst, ob du aus dem Video alles mitgenommen hast, was es mitzunehmen gilt, dann guck doch mal auf meine Webseite. Da habe ich einen Quiz mit verschiedenen Situationen beschrieben, wo du überprüfen kannst, ob du die Dinge genauso einstellen würdest wie ich.
In der Beschreibung findest du den Link zu meiner Webseite mit dem Quiz und vielen weiteren Tutorials. Also schau doch mal auf meinvideostudio.de vorbei. Ich freue mich, dass du dabei warst und lass doch gerne ein Abo da, wenn du mehr in die Videografie einsteigen möchtest. Bis zum nächsten Video. Peace.